Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zurück auf unserem YouTube-Kanal. Ja, das letzte Video ist schon einige Zeit zurück. Wir haben schon seit längerer Zeit keinen Vlog oder so mehr hochgeladen. Und ich dachte mir, ich setze mich einfach einmal mit euch hin und gebe euch so ein Update, was die letzten Wochen, Monate bei uns los war, warum ihr so wenig von uns gehört habt, warum so wenig Updates kamen, gerade auch bei YouTube, wo uns ja das Vlogs drehen und das Updaten und die Videos auch so viel Spaß gemacht haben. Aber die letzten Monate war einfach, ja, unglaublich viel los bei uns. Wir posten natürlich auch immer wieder Updates auf Social Media und so weiter. Aber es gibt echt auch Tage, da denken wir gar nicht dran, dass man, ach, das, da hätte man ja auch noch was teilen können und jetzt haben wir euch vergessen, das zu sagen. Im Allgemeinen sind einfach gerade so viele Projekte am Laufen. Man hat einfach die letzten Wochen und Monate gemerkt, dass wir eben zu zweit sind. Wir haben ja auch noch die Olivia, die uns halbtags hilft. Die ist jetzt aktuell im Urlaub. Das heißt, der Fabian und ich, wir sind wieder auf uns alleine gestellt, so wie wir das eigentlich von Anfang an gemacht haben. Aber ja, wenn natürlich die Nachfrage steigt und unsere Community größer wird, wir sind jetzt per TikTok, glaube ich, 88.000 Abonnenten. Hier auf YouTube haben wir auch schon über 20. Man merkt natürlich, wie alles mehr wird. Wir haben mehr Kollektionen geplant. Wir ja, bringen jetzt gerade auch gegen Ende des Jahres noch einiges raus, was sich jetzt die letzten Monate wirklich gezogen hat. Unsere Sweat-Kollektion zum Beispiel, da warten wir jetzt schon ewig drauf und hoffen, dass es jetzt endlich im Dezember klappt. Ja, und dann muss man einfach auch ganz ehrlich sein, dann haben wir einfach die letzten Wochen YouTube gerade auch sehr vernachlässigt, weil wir es einfach nicht geschafft haben. Wir haben einfach versucht, so Tag für Tag zu überleben, das zu schaffen oder das zu erledigen, was erledigt werden muss, was natürlich in erster Linie ist, eure Bestellungen zu verpacken und zu versenden, wenn ihr irgendwie eine Frage habt, eure Nachrichten zu beantworten und irgendwie, ja, up to date zu bleiben. Aber wir haben natürlich an sehr, sehr vielen neuen Projekten gearbeitet. Wir haben eine Winterkollektion geplant, wir haben eine Weihnachtskollektion geplant, Silvester. Es ist so viel im Hintergrund passiert, was, glaube ich, auch ein Grund ist, warum so wenig kam, weil viel am PC war, viel, was wir vielleicht noch nicht zeigen konnten. Und ein ganz großer Grund ist natürlich unser Büro. Ich weiß nicht, ob ihr es im Hintergrund erkennen könnt. Es ist ein Saustall. Es ist Wahnsinn. Wir sind aus dem Büro sowas von rausgewachsen und haben jetzt Gott sei Dank den Raum nebendran dazu bekommen. Da haben wir jetzt einen Durchbruch gemacht und da werden wir euch die Tage auf jeden Fall auch mal mitnehmen, weil wir haben einfach gemerkt, dass das Büro viel, viel zu klein geworden ist. Wir haben einige Lieferungen bekommen und ja, wir sind hier so richtig ins, hier sind unsere Schreibtische, wir sind so richtig ins Eck gequetscht und das Lager ist immer weiter gewachsen. Also ich glaube, das wird auch ein Riesenpunkt sein, wo wir dann einfach nochmal produktiver arbeiten können und das, ja, wo wir einfach mehr Platz zum Wachsen auch wieder haben und nicht so eingeengt sind. Und ja, also die letzten Wochen waren echt sehr, sehr schwierig in dem Aspekt, da, dass da noch nichts passiert ist, dass irgendjemand hingefallen ist oder so bei allem, was voll steht, wenn dann die ganzen Bestellungen verpackt sind und wie gesagt, wenn eine neue Lieferung ausgepackt wird. Ja, also wir sind jetzt eigentlich gerade so an dem Punkt, wo wir vor einem Jahr schon waren, als wir noch in unserem 20 Quadratmeter Kellerraum gearbeitet haben und davor in unserer Zwei-Zimmer-Wohnung. Wir freuen uns natürlich riesig, dass es weiter so gut läuft und dass wir wachsen können. Das ist nicht selbstverständlich, da sind wir mega dankbar. Aber ich glaube, jetzt sind wir beide an dem Punkt, der Fabian und ich, wo wir sagen, es muss was geändert werden und wir müssen hier raus. Und genau, das ist jetzt so der Stand. Ich zeige euch gleich mal, wie es hier aktuell aussieht, weil ihr könnt es, glaube ich, nur so leicht erkennen im Hintergrund. Da könnt ihr vielleicht auch schon das ein oder andere neue Produkt erkennen, was ganz, ganz bald kommt. Und einfach so unseren aktuellen Stand. Wir haben ja vor einiger Zeit mal unsere Roomtour hier hochgeladen. Ja, da sah alles noch ganz, ganz anders aus. Da hat es zu dem Zeitpunkt auch wirklich ganz toll gepasst. Wir haben uns wirklich schön eingerichtet. Und ja, seit dem Zeitpunkt eigentlich ging es bergab sozusagen in der Hinsicht vom Platz her, von der Ordnung. Wir haben einfach, ja, keinen Platz mehr hier. Ich zeig's euch mal. Ja, fangen wir mal mit unserer berühmten Klammernwand an, die wir so stolz aufgebaut haben. Man sieht, hier ist auch einiges voll. Wir haben teilweise schon Overflow-Boxen hier, weil nicht alles reingepasst hat. Hier ist alles vom Live von gestern Abend. Und so sieht aktuell unser Lager aus. Das ist richtig, richtig voll. Ich würde sagen, hier sieht es eigentlich noch ganz okay aus. Jetzt gehen wir mal ein bisschen weiter rüber. Ja, hier drüben sieht das Ganze schon ein bisschen anders aus. Hier haben wir zum Beispiel noch Versandkartons stehen. Die haben wir einfach
keinen Platz mehr gehabt, die zu verräumen. Seither stehen die da, die sind neu gekommen. Hier vorne sind schon neue Lieferungen, die wir ja noch nicht verräumt haben und hier natürlich dann immer erstmal kontrollieren müssen. Da hinten ist ja ursprünglich mal unsere Küche gestanden, wenn ihr euch noch an unsere Roomtour erinnern könnt. Hier ist jetzt eben der Durchbruch und ich zeige euch gleich mal, wie es drüben aussieht, wo wir dann eben rübergehen. Aber vorher möchte ich euch noch kurz unseren Container zeigen. Wie ihr wisst, haben wir hier so einen Schiffscontainer in unserem Büro. Da hatten wir ganz am Anfang mal unsere Schreibtische drin und dann haben wir das so als Stauraum genutzt. Ich zeige es euch mal kurz. Man kann aktuell nicht mehr reinlaufen. Hier sind mal ja unsere Boards von den neuen Kollektionen und so weiter. Und hier ist einfach alles voll mit neuen Produkten, mit Versandkartons hier hinten, die wir noch nicht mal geschafft haben auszupacken. Also hier kann man nicht mal mehr reinlaufen. Deswegen ist es höchste Eisenbahn. So, hier sind wir jetzt in dem neuen Raum. Ihr habt ja gesehen, da ist der Durchbruch. Hier kann man jetzt durchlaufen. Es hallt hier drin auch mega, weil einfach nichts drin ist. Das wird sich auf jeden Fall jetzt bald ändern und wir freuen uns mega, mega drauf. Wir haben auch euch total vermisst die letzte Zeit und es hat uns total gefehlt, dieser Austausch. Ich hoffe, ihr könnt uns verzeihen, dass in letzter Zeit weniger kam. Wir werden auf jeden Fall wieder dranbleiben, wieder mehr machen. Es wird mehr von uns kommen, weil wir auch einfach die Möglichkeit haben. Und ich denke auch jetzt so, wenn die Weihnachtszeit, Black Friday Zeit und so weiter überstanden ist, da freuen wir uns natürlich auch mega drauf. Aber es ist natürlich immer eine sehr, sehr stressige Zeit. Wir machen das jetzt mittlerweile das dritte Jahr. Das wird unser dritter Black Friday, glaube ich. Das erste Mal waren wir komplett ausverkauft. Letztes Jahr hatten wir auch sehr, sehr viel zu tun. Deswegen, wir wissen halt schon, was auf uns zukommt. Ich glaube, das belastet, aber das ist natürlich bei uns im Hinterkopf, wo wir ein bisschen angespannt sind und wissen, dass es da sehr, sehr viel zu tun gibt. Aber ja, wir sind auf jeden Fall wieder zurück, würde ich sagen, und freuen uns mega auf die ganzen neuen Projekte und freuen uns wieder, ja, mehr mit euch im Austausch zu sein, mehr Videos für euch zu machen. Ich weiß, ihr habt euch es gewünscht. Es wird ganz bestimmt auch mal wieder das ein oder andere live hier auf YouTube kommen. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns im Moving Vlog.